Ja, liebe Freunde, liebe Karnevalsfreunde, liebe Närrinnen und Narren in Oberhausen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Ritter des Ollenhorns närrische Weisheit laden ein, sich über Karneval auszutauschen. Von der Jecken-Wegstrecke über die Jecke-Durststrecke hin zum normalen Leben. Und heute, genau auf den Tag, wollen wir darüber sprechen. Und am 1. Februar hat Dirk Hein in der WAZ etwas berichtet über den ersten Zug, der mit Apfelsinen abgeschossen worden ist. Nein, nicht abgeschossen, sondern als Wurfgeschosse, keine Kamellen, sondern Apfelsinen. Und Dirk Hein hat den Nagel auf den Kopf getroffen und wir, heute 48 Stunden vor Rosenmontag, greifen dieses Thema auf, um uns auszutauschen. Ich selbst bin nicht in Oberhausen geboren. Die ersten 5 Minuten meines Lebens waren die schlimmsten. Denn als ich die Augen aufmachte, sah ich ein Schild: Baden-Württemberg. Im Schwabenland geboren. Das war für mich die größte Katastrophe. Ich wünschte mir zurück nach Oberhausen. Das hat nicht lange gedauert. Wir waren evakuiert, hier waren die Bomben noch in voller Aktion und irgendwann, wenige Monate, sind wir zurück nach Oberhausen. Die Häuser waren nach wie vor kaputt. Dabei fällt mir die Geschichte ein, ein Haus ist zusammengebrochen. Und schon damals haben die Leute Kommissionen gebildet. Und die Kommission sollte ergründen, warum dieses Haus frisch fertig zusammenfällt. Und der erste Gutachter kam zu dem Ergebnis, die Steine sind schuld. Nee, haben die Steine gesagt, kann gar nicht. Wir sind dreimal gebrannt worden. Feldbrand, wie Burg Vondern. Wir können nicht schuld gewesen sein. Da war der Sand. Nee, hat der Sand gesagt, ich war das auch nicht. Denn ich bin 7-mal durchgesiebt worden. Ich kann gar nicht schuld gewesen sein. Ja, haben sie gesagt, dann ist es der Zement. Was sagt der Zement? Ich bin überhaupt nicht dabei gewesen. Ja, an der Stelle muss man wirklich, wirklich lachen. Aber die Leute haben es geschafft. Die Häuser wurden aufgebaut und ich bin in einer Karnevalsfamilie hineingeboren. Die älteste Gesellschaft, 1889, schreibt der Dirk Hein hier, die alte Oberhauser Karnevalsgesellschaft, die haben natürlich 50 Jahre zwischendurch Pause gemacht. Darüber hinaus ist 1906 die GOK gegründet worden und dann 1936 wir, die Vondorner Karnevalisten. Der zweitgrößte Zug, der je in Oberhausen bzw. Vondern gelaufen ist, war 1937. Wir haben ganz Osterfeld bereist. Ich natürlich nicht dabei, aber meine Großeltern und viele andere. Es war eine tolle, tolle Geschichte. Ja, Ludger Decker, der Hauptausschusspräsident des Großoberhausener Karnevals. 2018 in den Ollenorden aufgenommen und Ludger, du warst Karnevalsprinz 2013, 2014. Motto von dir, vielleicht mal an die närrische Bevölkerung, die das schon vergessen hat. Ja, mein Motto war seinerzeit Stolz auf Oberhausen, Spaß am Karneval. Und ich muss sagen, beides hat sich bis heute etabliert. Der Spaß am Karneval ist natürlich in diesen Tagen etwas sehr eingeschränkt, weil wir nicht so feiern können, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Gestern Morgen habe ich nochmal dran gedacht, wie es so war, wenn wir sonntags morgens zum Beispiel zum Eulenorden zur großen Sitzung gegangen sind. Manch einen Empfang, Wagentaufen etc. sind ausgefallen, Prinzenempfang und vieles andere. Und so hat man dann wirklich in diesen Tagen einen recht eintönigen Sonntagmorgen, den man dann erleben muss. Immer nur Doppelpass im Fernsehen ist es dann auch nicht. Aber wenn wir über 1904 und den ersten Zug reden, dann müssen wir, glaube ich, auch nochmal daran erinnern, es war ja nicht nur eine Zeit, wo die Karnevalisten angefangen haben, sich zu organisieren und auf die Straßen zu gehen und Züge zu veranstalten, sondern es war auch eine Zeit, in der der ein oder andere namhafte Fußballclub gegründet wurde. Ich denke zum Beispiel an Bayern 04 Leverkusen oder an Rot-Weiß Oberhausen. Und dann gibt es noch so einen kleineren Verein, der da eben in der Mitte des Ruhrgebiets zugegen ist. Kommen wir aber jetzt gerade nicht auf den Namen. Ja, wir sind hier an historischer Stätte. Wir haben unser Karnevalsmuseum in einem Bunker hier in Oberhausen zentral eingerichtet, in den Kellerräumen. Das war früher in den Bunkern eigentlich der Bereich, der den Wohlsituierten vorbehalten war. Die Räume waren wesentlich größer als in den oberen Etagen. Und hier war natürlich auch wesentlich mehr
Treff- und Veranstaltungsmöglichkeit. Man konnte hier sich zusammensetzen, auch mal was zu essen kochen und ähnliches. Und diese Räumlichkeiten haben wir seinerzeit umgebaut. Und wenn wir gerade schon über Steine und Zement gesprochen haben, in dieser Umbauphase haben wir hier in den Räumen bis unter die Decke in Bauschutt gestanden. Alles, was so aus den oberen Etagen sich angesammelt hatte, wurde durch einen Lüftungsschacht hier runter geschüttet. Und wir standen hier wirklich bis unter dem Dach auf diesen Stein, auf diesem Müll. Den mussten wir dann später sorgfältig hier unten verteilen. Und erst dann konnten wir nach und nach eben die Fläche so gestalten, wie wir sie jetzt heute hier erleben. Wir sind froh, dass wir dieses Museum gegründet haben und vor allen Dingen, dass wir hier so eine gemütliche Stube haben, wo wir uns auch mal treffen können, gerade in diesen Zeiten, wo so konspirative Treffen ja nicht so ganz einfach zu organisieren sind. Mit Bar, mit Bunkerbar. Selbstverständlich. Also Karneval ohne Bar ist wirklich nicht denkbar. Wäre ein Frevel. Aber man muss auch sagen, der Karneval ist teilweise an dieser Geschichte kaputt gegangen, weil die alle eine Partykeller hatten und keiner mehr in einem großen Saal feiern wollte. Genau, ist doch gemütlich. Wir ziehen uns zurück. Ich wollte gerade sagen, warum machen wir denn das nicht ab sofort hier in den Räumlichkeiten? Das ist doch schön, das ist übersichtlich. Das ist wie mit den sieben Zwergen. Ne? Die gehen durch den Kölschen Wald, die Spaziergänger kommen drei kleine Lilliputaner auf die zu. Da sagt der eine zu dem anderen, hör mal, wer seid ihr denn? Dann sagt der eine, wir sind die sieben Zwerge. Wie, seid die sieben Zwerge? Seid ihr nur drei? Ihr seid ja keine Leute, keine Leute, keine Leute. Aha. Nee, was sagst du? Was immer so? Ich muss eins mal sagen, Walter ist für mich, ich habe dich ja einige Mal erlebt, also ich mach das Ding ab. Ich habe ein paar Mal erlebt in der Luise Albertshalle als Präsident vom Eulen und bist für mich einer der charmantesten und auch was Improvisationstalent angeht, einer der besten Sitzungspräsidenten. Das muss ich mal sagen. Also, bitte rausschneiden. Zieh ich meinen Hut vor. Das ist eine große Kunst, so ein Ding zusammenzuhalten mit so einem Charme und wie ein Menschen, im besten Sinne ein Menschenfänger, diese ganzen Sachen und Dinge und Institutionen zu verbinden, da gehört einiges dazu. Also das finde ich großartig. Ich versuche das immer mit Charme zu machen. Du bist ja ein Grenzgänger, du wohnst ja an der Grenze von Duisburg zu Oberhausen. Ja. Ne? Und bist du mit der Straßenbahn gekommen oder mit dem Auto? Ich zu Fuß. Zu Fuß, ja. In dieser Zeit. Wir sprechen ja von der Wegstrecke. Ne? Das ist es. Von der Wegstrecke zur Durststrecke. Ganz genau. Und zwischendurch gibt es da nichts zu trinken. Trink dann zu. Ich hatte hier auf die Bar gehofft, aber die ist zu. Ne? Auch zu. Die kann aber bei Bedarf ganz schnell geöffnet. So, das ist das Stichwort. Wenn die Kameras aus sind, ja, wird die Bar geändert. So sieht es aus. Ich komme ja nicht umsonst. Ja. Wir haben 96 unter Drescher ist die Straßenbahn wieder eingeführt worden. Dieser Tage stand ich an der Straßenbahnhaltestelle. Ne? Kommt einer auf mich zu, ja moin, sagte, wann kommt die Straßenbahn? Ja. Ich sage, das kann nicht mehr lange dauern, die Schienen liegen schon da. Ich wusste gar nicht, dass sich in Oberhausen nur eine Straßenbahn durchfährt. Ja. Die haben ja in Duisburg, genauso in Duisburg, die haben sie ja in den 90er Jahren haben sie das ja als U-Bahn gemacht. Für drei Stationen war ein Schwachsinn. Die Erde aufreißen, nur damit. Na gut, man sieht die Innenstadt nicht, hat auch Vorteile. Ja, also wir wollten ja mal die Marktstraße überdachen, die Königstraße überdachen, aber drei Stationen Unterdach. Genau, das ist ein kompletter Schwachsinn. Aber so ist das. Wahrscheinlich gab es da wieder ein Töpfchen von der EU, dass sie gesagt haben, zwei Stationen oder drei müsst ihr schon untertragen. Das müsst ihr machen, sonst hat das keinen Wert. Nein, ich unterstütze ja auch immer mit der Straßenbahn unseren Geschäftsführer, der Stuhak, ne? Ja. Werner Overkamp, unser Eulenordensbruder. Und wenn der Münchner dann auf das Abfahrschild guckt, dann sage ich denen immer, brauchst du nicht drauf gucken, das sind nur Anhaltspunkte. Ganz vage. Da könnt ihr einfach stehen, heute ja, morgen nein. Genauso, da fällt mir gerade ein, 99 ist der Drescher ja direkt als Oberbürgermeister gewählt worden. Ja. Früher hatten wir sowas ja nicht, dass die Bürger den Oberbürgermeister wählen konnte. Früher hat das der Rat in einer Fummeldiskussion gemacht. Ne? Und 99 ist der Drescher dann als Oberbürgermeister direkt vom Volk in Oberhausen gewählt worden. Und er hat auch die Kontakte nach Schwarze Heide geführt. Mhm. Schwarze Heide ist ja unser Flughafen für Oberhausen zuständig. Und da ist der Walter extra, der hat dann gesagt, ich baue auf O-Vision eine Flugzeughalle. So, was macht der Eulenorden? Schickt mich
in die Lehrstunden zur Absolvierung eines Flugscheins. Der hat gesagt, wenn einer aus dem Eulenorden, ne, dann muss der Präsident hin und muss einen Flugschein machen. Ich habe alles gemacht. Mündliche Prüfung. Da fragt der Prüfer mich, wozu dient der Propeller? Da habe ich gesagt, der Propeller ist dazu da, dass der Pilot nicht schwitzt. Sagte, wie kommst du denn da drauf? Ja, sagte, ich bin mal nach Mallorca geflogen, da ist ein Propeller ausgefallen. Hätten wir gesehen, wie der Pilot geschwitzt hat. Ja, das ist. Aber wir haben auch noch einen anderen Sponsor, ne? Einen großen EVO. Ja. Ja. Und nach dem Flugschein kommt ja immer auch der Fallschirm. Mhm. Das heißt, du musst auch noch eine Prüfung als Fallschirmspringer machen. Habe ich auch gemacht. Ne? Alles nach oben. Ich glaube, wir waren auf 3000 Meter, dann runter. Ne? Ich wusste, wo die Reißleinen waren. Runter, ne? Irgendwann habe ich gedacht, hast du die Welt gesehen? Ne? Zieh mal die Reißleine. Was passiert? Geht nicht. Zieh nochmal, geht nicht. Notfallschirm, geht nicht. Plötzlich kommt einer von unten hoch. Ich sage, können Sie Fallschirme reparieren? Nein, sagt er, ich repariere Gasleitungen. Aber ein Witz, ich bin kein guter Witzeerzähler. Die zwei Witze, den ich immer sehr gerne erzähle, sind die Tiere des Waldes. Den erzähle ich jetzt nicht, der ist ja ist bekannt. Aber einen zweiten, den habe ich auch ein paar Jahre erzählt und der ist mir aber entfallen und da wurde ich letztens dran erinnert. Das ist ein schöner frauenfeindlicher Witz. Das sage ich deswegen direkt vorher, damit nachher nicht heißt, das war aber frauenfeindlich. Das weiß ich, aber. Ich könnte ihn auch erzählen, dieser Männerfeind nicht, aber das wird ja gegen uns gehen. Deswegen erzähle ich, schöner, blöder alter Witz: Bankräuber gehen in der Bank, machen Banküberfall. Und packt die Tasche voller Geld, will die Taschen gerade hochnehmen, rutscht ihm die Maske vom Kopf. Denkt, Scheiße, jetzt bin ich gesehen. Und zack, zieht er die Maske wieder über. Geht er mit der Pistole zum Kassierer, sagt, haben Sie mich erkannt? Sagt der Kassierer, selbstverständlich. Bringt Schäßchen Kassierer nieder. Geht er zu einem jungen Mann, sagt, haben Sie mich auch erkannt? Sagt der junge Mann, natürlich haben Sie erkannt. Bringt Schäßchen jungen Mann nieder. Geht der Bankräuber zum Ehepaar, fragt den Mann, haben Sie mich auch erkannt? Sagt der Mann, ich nicht, aber meine Frau. Ein blöder Witz, ich gebe zu. Ja, aber. Aber ist auch Schönes dabei. So waren die sind dabei. Ja. Ich will an der Stelle mal die Glocke, ne? Die spielt ja im Karneval immer eine Rolle. Ich habe noch einen Vers, den ich oft bei Sitzungen gemacht habe, um also auch den Kabarettisten Kai Magnus Ting jetzt in dieses Gespräch mit einzubeziehen. Wir wollen Karneval euch zeigen als ein humorvoll heiteres Spiel. Doch soll die Leistung jährlich steigen, verlangt man sicher etwas viel. Man hat den Karneval zu vergleichen oft neben das Kabarett gestellt. Das wird der Narr wohl nie erreichen, selbst wenn euch jenes mehr gefällt. Um aber einen Fortschritt zu erreichen, muss man alle Wege gehen. Man muss den Text, die Melodie vergleichen im närrischen Geschehen. Und wenn die Harmonie gegeben, in einer echten Toleranz, dann findet man im Streben beim Narrenvolk auch Resonanz. Lasst mich mit diesem Wunsch schließen, dass ihr die Toleranz bewahrt, auf die wir alle angewiesen, dann grünes Licht und gute Fahrt. Und jetzt ta-ta-ta-ta-ta, Kai Magnus Ting, vielen Dank. Seinem Element. Vielen Dank. Ja, ich muss mich entschuldigen, also, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Also auf allen Ebenen. Also das ist Lockdown. Ne? So sieht Lockdown aus. Achso, ne? Ich meine, viele haben da Pläne, da ist der Lockdown scheißegal. Aber ich habe Lockdown. Ne? Ich darf nicht zum Friseur gehen. Ich habe mich auch nicht rasiert wegen Lockdown. Ne? Ich habe mich auch seit November nicht mehr geduscht, weil Lockdown ist. Meine ständige Begleiterin sagt jetzt noch kurz mal langsam wieder Richtung Badezimmer. Ich sage, es ist Lockdown. Auch Müll runterbringen, mache ich nicht. Ist Lockdown. Ne? Man soll sich so wenig, ich habe auch zugenommen. Also nicht ich, sondern mein Bauch. Also mein Bauch nimmt den Mund zu voll. Ne? Also der hebt sich, statt sich zu erniedrigen. Also der wird immer mehr. Als ich meine, ich tue auch alles dafür. Ich muss sagen, ich unterstütze ihn, wo ich kann. Ich sage, es geht der Welt so schlecht. Warum soll mir denn schlecht gehen? Verstehen Sie? Ne? Ich habe nichts gegen Lockdown. Der Lockdown könnte von mir aus noch ein Jahr lang weitergehen. Ich liege jeden Abend auf dem Sofa, ne? Ich ruhe mich aus, nicht? Meine ständige Begleiterin geht einkaufen, bin ja Risikopatient, ich darf gar nicht. Ne? Ich darf, ich würde ja gerne. Ich sage nur zu meiner, die hat letztens, wir wohnen ja fünfte Etage Altbau, ne? Und ich sage, nehm beide Bierkästen mit hoch, sonst musst du zweimal gehen. Und sie schleppt und ich sage, ich würde ja gerne helfen, ich darf nicht, ist Lockdown. Ne? Weil man nicht alle, weil ich würde ja das gerne teilen, aber ich darf nicht. Ne? Und sie trinkt gar kein Bier. Da kommt das noch ein Schwert hinzu. Ne? Ich weiß gar nicht, warum sie schleppen soll. Ne? Also es ist schon jammerisch. Meine ständige Begleitung sagt noch,
sagt sie, ich hätte nichts dagegen, wenn du langsam wieder arbeiten könntest. Ich sage, wofür denn? Ich habe schon so lange nichts mehr gesagt. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Weil wir sind ja auch nicht systemrelevant. Das ist ja eins der Unworte. Als würde es darum gehen, dass etwas relevant ist oder nicht. Zum Beispiel Fußball, ein Beispiel. Fußball und Autos. Wenn man mich nicht kennt, sage ich direkt, wenn das Gespräch auf Autos kommt, was fährst du oder was spielt am Wochenende, da sage ich sofort, man kann sich mit mir über alles unterhalten, aber über zwei Dinge nicht, über das Fußball und Autos, das interessiert mich im feuchten Kehricht. Von mir überhaupt hat also für mich keine Relevanz. Trotzdem würde ich ja nie sagen, die sind nicht relevant. Nicht? Weil so ein Fußball ist ein Kulturgut. Das hält Millionen Menschen auf der ganzen Welt zusammen. Bin ich denn dann so vermessen zu sagen, hat keine Relevanz? Nein, alles hat seine Relevanz für jeden Einzelnen. Nicht wahr? Minigolf, kannst du mich mit jagen? Minigolf? Fürchterlich, ne? Wenn du da stehst, wie heißt der dicke Amerikaner nochmal? Der Schwerverbrecher. Mein Gott, der hat auch im Kopf Lockdown. Auch im Kopf hat der Lockdown. Trump! Der dicke Amerikaner, wenn der immer da steht und Minigolf spielt, ne? Wenn die anderen Idioten das Kapitol stürzen, in Sondergesellschaft leben wir, verstehst du? Wo die ganzen Idioten auf Züge aufspringen, nicht wahr? Und das nutzen, um ihren eigenen Mist durchzubringen. Anstatt dass man sich mal besinnt und sagt, es geht um uns gerade. Ne? Wie viele auch jetzt in Winterberg oder in Eifel waren, weil sie sagten, ja, wir wollen mal was anderes sehen. Ich würde mal gerne wieder arbeiten. Ganz einfach. Ganz einfach, mal wieder arbeiten, was tun, ne, Geld verdienen. Ne? Gut, haben Fehler gemacht, ich bin Komiker geworden. Ne? Ich meine, vergeht einem auch das Lachen mittlerweile. Ne? Aber trotzdem, ne? Ich bin eben kein Banker, ne? Oder kein anderer Sozialschmarotzer, nicht? Der Beamter oder sowas. Nein, ich habe gesagt, ich möchte unterhalten, nicht wahr? Aber das Schöne ist jetzt in so einem Lockdown, du merkst mal, wie ich dich unterhalten, wenn man darum geht, um Unterhaltung. Nein, es geht doch um uns, es geht doch darum, dass wir mal zusammenhalten. Dann wollen wir mal kurz die Füße still halten, nicht wahr? Und damit wir bald wieder füreinander uns in die Arme nehmen können, das fehlt doch allen, ne? Ich habe nur letztens gedacht, als meine ständige Begleitung diese zwei Bierkästen hoch, ich dachte, das ist doch kein Zustand, ne? Ich würde auch lieber in eine Kneipe gehen, um meine Frau zu entlassen, ne? Ja, aber ist ja nicht mehr gut, da musst du mich auch die 5 Etagen hochtragen. Aber trotzdem, da geht es ja gar nicht drum. Es geht um die Relevanz. Und wenn ich den dicken Amerikaner sehe, der da immer Minigolf spielt, nicht wahr? Während andere Idioten in seinem Namen da die Revolution beginnen, nicht wahr? Weil alles ja ein riesen Verbrecher und Ungerechtigkeit für den dicken Amerikaner ist. Denn, wenn der da Minigolf spielt, denke ich mal, was habe ich das früher gehasst? Ne, wenn es hieß, Sonntag, komm, wir gehen Minigolf spielen. Warum? Da stehst du da, musst du einen kleinen Ball mit einem viel zu kleinen Schläger in viel zu kleine Löcher hauen. Da habe ich immer von mir auch schon 20 Punkte hingeschlagen. Ich sage, komm, ich verliere das gerne. Ja, Hauptsache, ich mache nicht mit. Nicht von mir aus überhaupt gar keine Relevanz. Aber da geht es doch gar nicht drum. Es geht doch auch da ums Miteinander, nicht wahr? Dass man was miteinander macht. Ich war so wie eine Karnevalssitzung, nicht wahr? Wenn die Funke-Mariechen sich gegenseitig durch die Lüfte werfen, ne? Und denkst, mein Gott, irgendeine Kronleuchter hören. Ne? Das sind doch schöne Bilder. Es geht doch um das Miteinander. Und das ist das Wichtigste. Gerade in dieser, wie bin ich darauf gekommen? Fußball. Müssen wir mal ausreden lassen. Fußball und Autos, für mich keine Relevanz. Und trotzdem, ganz, ganz wichtig, ne? Deswegen, nur weil ich nicht relevant bin, nicht systemrelevant bin, darf ich nichts machen. Ne? Ich gehe spazieren, jeden Tag 2 Stunden spazieren. Meine Füße, die sind nämlich systemrelevant. Das ist das einzige System, weil wenn die nicht laufen würden, könnte ich mich nicht bewegen. Ich will mich gar nicht bewegen, aber die Füße brauchen Auslauf. Deswegen sind die systemrelevant und deswegen läufst du. Und gerade im Ruhrpott, wenn du da rumläufst und Leute erlebst, das ist doch hinreißend. Letztens auch in der Metzgerei vor mir die Frau, sie hätte gern Mettbrötchen. Schmiert die Metzgerin das Mettbrötchen und sagt, hör mal, das Mettbrötchen mit Zwiebeln, wir haben aber keine mehr. Das ist typisch Spott. Du hast hier nichts, bietest es aber erstmal an. Und die Frau, die Ufer, setzt doch einen drauf, die überlegt kurz und denkt, ach, weißt du was, dann nehme ich ohne. Ist doch der Wahnsinn. Du hast keine Wahl, entscheidest dich noch dagegen. In Baden-Württemberg, da gehen wir überhaupt nicht auf sowas. Deswegen, dass du da geboren worden bist, das ist dir verziehen, du kannst da nichts dafür, ist eine Katastrophe. Wo denn in Baden-Württemberg? Eben im Kreis Baden. Mein Gott im Himmel. Ist doch schon längst abgetragen. Aber trotzdem, mein Vater auch, meine Mutter kommt aus Essen.
ist ein Frintrop, mein Vater aus Bad Pyrmont, also auch aus denselben Beweggründen, dann war hier alles in Schutt und Asche und in Duisburg-Oberhausen ist immer noch alles in Schutt und Asche. Aber damals war noch schuttiger und aschiger. Nicht? Und deswegen, weil die sagen alle auch in Duisburg und im Oberhausen back to the roots, also zurück zu Ruth, deswegen hauen sie wieder alles platt. Ja? Also man muss ja, was machen Städteplaner eigentlich beruflich? Kannst du mir das mal verraten? Du läufst doch hier rum und denkst, mal, das sieht doch aus wie Arsch auf Eimer. In Duisburg, die krempeln alles auf rechts. Also es sieht schon auf links scheiße aus. Warum krempeln sie alles um? Sollen sie verlassen, wie es ist? Nicht wahr? Aber das ist nicht systemrelevant. Das ist ja erstmal Straßen aufreißen. Dann mal wochenlang da reingucken und denken, oh Gott, was wollten wir hier eigentlich? Wie drängen wir alles zuschütten, nicht wahr? Aber trotzdem, man hat sie beschäftigt. Nicht wahr? Mein Vater, wie gesagt, Bad Pyrmont, nicht wahr? Also Ostwestfalen, also zweimal im Jahr hat er auch gute Laune. Und trotzdem hat er, wie meine Mutter auch und wie ich auch und wie im Prinzip genau das, wo wir gerade sind, Karnevalsmuseum Oberhausen, die gute Laune, beziehungsweise das Närrische, was ja noch vor der guten Laune steckt, weiter in die Welt getragen. Wie ihr auch, ob das Karnevalsprinz ist, schon Karnevalspräsident, Prinz ist, ob das Leiter eines Karnevalsmuseums ist, ob das ein Präsident ist, ob das die verschiedenen Vereine sind, ist doch scheißegal. Ne? Und hier, dass hier alles zusammenkommt, in diesem Bunker, in diesem Oberhausener Karnevalsmuseum. Guck mal, wenn du das in Köln sagst, es gibt einen Karneval in Oberhausen, da halten sie sich schon für bescheuert. Wenn du sagst, dafür gibt es noch ein Museum, dann liefern sie dich ein. Aber es gibt's, und zwar mitten hier in Oberhausen, am Stadttheater, am Ebertbad, ne? Einer der schönsten Kulturstätten überhaupt dieses Landes. Und da gibt es im Bunker, da können sie hier rein. Ich sage mal, sie können ungelogen 5 Stunden lang, gut, sie gehen oft mehrere Runden öfters, aber trotzdem, sie können Stunden in diesem Karnevalsmuseum verbringen. Und das ist das Schöne, hier kommen alle Vereine, ob sie wollen oder nicht, zusammen. Und deswegen, spendet, gebt eure Sachen her, hier kommen die hinter die Vitrine. Wenn Oma noch im Sessel sitzt, einfach Oma abliefern, kommt auch in die Vitrine. Sie wird da noch ein schönes Kostümchen drüber. Ja, ist ja drauf gelutscht. Sie sind zu quitt und wir haben ein neues Exponat. Und hier können Sie den Oberhausener Karneval studieren. Die Narrheit, in der auch die Weisheit steckt, ich war, und der Unfug und der Schabernack und die gute Laune, auch wenn Karneval eine ernste Angelegenheit ist. Die ganze Narrheit ist eine ernste Angelegenheit, weil nur mit Komödie auch Tragödie, nur mit Tragödie auch Komödie. Trotzdem auch in diese bittere Zeit nach vorne gucken, sich seines eigenen Nachs erinnern und den Witz beibehalten und den Humor in die Welt tragen. Ob im Karneval oder ohne Karneval, auch außerhalb des Karnevals. Der Karnevalist ist in einem, der Humorist ist in einem und die Narrheit auch. Die kann uns keiner nehmen. Deswegen Kopf hoch, weitermachen. Die Durchstrecke kann auch einen schönen Lauf ergeben. Also durchhalten, Kopf hoch, gesund bleiben und Glück auf. Wow. So, also. Ich auf. Wir haben ja zwischendurch nicht applaudiert, weil das geht alles von unserer Sendung. Das geht alles von dir. Also, das ist mir sehr gefällt. Aber ich war drauf und dran. Ich war drauf und dran, mehrfach zu applaudieren. Ja. Kai Magnus Ding, der Eulenordensritter 2020 mit Thomas Geng. Am 31. Januar wäre es soweit gewesen. Wir hätten neue Leute in den Eulenorden aufgenommen. Du hättest die Laudatio gesprochen. Heute machen wir das nur alternativ in diesem Sinne. Aber du hast so viel von Nachwuchs gesprochen und diese ganzen Geschichten, die eine Rolle spielen. Ludger, Nachwuchs ist auch im Karneval immer das Wichtigste. Und der Mann in der Bütt, der Büttenredner, wird ja auch immer weniger. Mhm. Der uns die Wahrheit sagt, der den Politikern mitten ins Gesicht die Wahrheit spricht. Genau wie früher am Hofe, ne? Die Gaukler, die verabscheut waren von den Herrschern. Aber heute, da fehlt uns einiges. Und da fällt mir die Geschichte ein, die Tochter kommt von der Schule nach Hause und sagt, werden die Kinder eigentlich immer noch vom Klapperstorch gebracht? Ja, sicher, sagt die Mutter, werden die Kinder noch vom Klapperstorch gebracht. Die Tochter glaubt dem nicht, geht zur Uroma, die lebte mit im Haushalt und sagt, Uroma, werden die Kinder immer noch vom Klapperstorch gebracht? Ja klar, die werden vom Klapperstorch gebracht. Immer noch unsicher. Die Oma ist auch noch im Haus. Geht zur Oma und sagt, Oma, jetzt sag mir doch mal, werden die Kinder immer noch vom Klapperstorch gebracht? Ja, die Kinder werden noch vom Klapperstorch gebracht. Die nimmt ihr Schulheft, macht die Eintragung, Tornister weg. Abends denkt die Mutter, verdammt nochmal, muss doch mal gucken, welche Schularbeit die gemacht hat. Die nimmt das Heft, liest und sagt, seit 3 Generationen findet in unserem Haus kein Geschlechtsverkehr mehr statt. Ja,
Ja, so ist das im Leben. Also, wir arbeiten an diesem Thema und ich denke, dass wir gut daran tun, die Kabarettisten oder das Kabarett mit in den Karneval einzubeziehen. Davon lebt der Karneval, wir wechseln die Geschichte etwas, wir tragen zwar alle Orden und Ehrenzeichen, übrigens gibt es in diesem Jahr auch Orden und Ehrenzeichen, die liegen hier. Ludger, 6 mal 11 Jahre. Ja, der Hauptausschuss Großoberhausener Karneval ist 6 mal 11 Jahre alt geworden. Leider das Ganze überschattet von unserer Pandemie, die uns im Grunde genommen an allen Ecken und Enden den Wind aus den Segeln genommen hat. Aber wir haben gesagt, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Wir machen weiter. Wir wollen wenigstens ein wenig Kontinuität in die ganze Geschichte reinbringen. Und deshalb haben wir zum einen eine Jubiläumsheft aufgelegt, wo nochmal so ein bisschen die Geschichte aus den 6 mal 11 Jahren Hauptausschuss und auch aus der Zeit davor beschrieben wird und eben dazu, wie sich das gehört für einen Karneval, auch einen entsprechenden Jubiläumsorden. Und dann ist uns bei der ganzen Recherche, die wir in den letzten Monaten hier auch im Karnevalsmuseum betrieben haben, aufgefallen oder in die Hände gefallen, die Genehmigung für den ersten Karnevalszug in Oberhausen aus 1904, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Und daraus haben wir dann entwickelt einen Vorschlag für die Bürger Oberhausens, für die Karnevalisten, diesen historischen Zugweg vielleicht einmal in Form eines Spaziergangs, weil die Füße brauchen Bewegung, dieses Mal abzulaufen. 7,2 Kilometer zog sich dieser Zug durch Oberhausen, durch unsere Stadt, aber wesentlich in der Ausdehnung weiter als der Zug heute. Und wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, dann haben wir auch im Hinterkopf geplant, nicht nur den Zugweg zu machen, die Zugstrecke nochmal nachzulaufen, sondern auch die Durststrecke mit zu berücksichtigen, mit entsprechenden Stationen, Zwischenhalten, wo man sich dann auch auf diesem langen Weg 7,2 Kilometer entsprechend stärken kann und entsprechend auch mal hoffentlich irgendwann wieder gesellig treffen und begegnen kann. Also das ist so die Idee im Hintergrund. Und alle sind eingeladen, die Spaß daran haben, diesen Weg mal zu gehen. Ist alles beschrieben. Wir haben dazu einen kleinen Flyer aufgelegt. Und wer möchte, kann sich sowohl über den Zug informieren, als auch über die Strecke, um den Weg dann einmal abzulaufen. Also, wunderbare Idee. Ich denke, da werden sicherlich einige von Gebrauch machen, wenn es soweit ist. Und sollten Sie diesen Weg gehen und sollten Sie in irgendeinem Vorgarten ein bisschen, ein Fitzchen noch von Luftschlange finden, graben Sie ruhig. Es ist kein Trüffel, das sind die kalten Kamelle von 1904, die möglicherweise da noch im Vorgarten liegen. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, weil wir das auch gerade schon angesprochen hatten. Dieser historische Zug ist damals am Oberhausener Neumarkt losgegangen. Und der Neumarkt ist der heutige Ebertplatz. Das heißt, direkt vor der Haustür des Ebertbades haben sich früher die Karnevalisten schon getroffen und zum ersten Mal mit Fuhrwerk und allem, was dazugehörte, ihren Zug hier gestartet und sind dann auch hier am Ende wieder angekommen. Also nicht Heumarkt, sondern Neumarkt. Neumarkt in Oberhausen. Ein bisschen Köln ist immer dabei. Unser heutiger Ebertplatz. Ganz wunderbar. Klar. Ja, eine schöne, schöne Geschichte und Tradition. Ja, wir kommen dann zum Ende. Ich läute einfach mal die Schlussrunde ein. Liebe Freunde, als ich einst stand am Tresen und diese Verse zu Papier gebracht, stand vor mir, als wäre nichts gewesen, ein Hoppeditz und lacht. Er schaut mich an, hielt die Laterne, stand auf der Kugel dieser Welt, blickt in das Licht der Narrensterne, so wie man ihn einst dargestellt. Er schwang sein Zepter wie schon immer, stand strahlend wie in altem Glanz, zwar nur als Narr, doch Hoffnungsschimmer, Symbol für Geist und Toleranz. Bewahrt den Geist, ihr lieben Gäste, die Toleranz lasst sie bestehen, damit beim frohen Narrenfeste sich weiter bunte Lichter drehen. Lasst uns die dunkle Corona-Zeit erhellen, haltet euch zurück, verschenkt das Leben nicht, bewahrt beim Klang der Narrenschellen Disziplin und Maskenpflicht. Ta 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 ta. So, auf ein neues, liebe Freunde, auf bessere Zeiten, Ihnen und euch allen an den Bildschirmen, im Radio, bei Funk und Fernsehen. Alles Gute und aha, aha, aha. Alltags- ja, ich würde sagen, wir sind in der Karnevalszeit. Wir sagen an dieser Stelle allen, die sich heute hier engagiert haben, die mitgemacht haben, ein dreifach Dollars Oberhausen. Hello. Karneval. Hello. Und kein Atmos-Ding und die Heulen. Hello. Jawohl. Und den Kameraleuten, Dankeschön. Wir haben alles auf Abstand gemacht, Corona-konform. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bündmarsch.
Danke. Wir sind stolz auf Oberhausen. Wir sind stolz auf die Wiege von Remir. Wir sind alle hier zu Hause. Echte Freunde, ja, die findet ihr hier.